letzter Tag heute mit Dominik. Gestern zusammen mit Dominik und Hauke hat auch jede Menge Spaß gemacht. Wir haben echt ein bisschen was weggeschafft. Ja, ist ganz cool, ganz lustig, ganz interessant. Wir sollen mal wieder schön mal so ein bisschen andere kennenzulernen. Jeder hat auch so ein bisschen so eine andere Meinung. Hauke und ich, sag ich mal, sind ja genau wie Karl und ich schon ein sehr eingespieltes Team, weil wir viel zusammen machen. Aber wenn man da eben dann nochmal wieder so jemand anders dabei hat, so wie jetzt den Dominik und der vielleicht auch aus einer ganz anderen Gegend kommt, dann hat man einfach noch wieder so ein bisschen, ich sage mal, dieses über den Tellerrand schauen, ne? Dieses so mal gucken, wie macht der andere, was hat der für Ideen und so, ist ganz interessant. Hatten wir ja mit Bennett und so auch, ne? hat man öfter mal, wenn man jemanden so ganz frisch, sag ich mal, dabei hat, mit dem man vorher noch nie gearbeitet hat, muss man sich auch immer so ein bisschen aufeinander einstellen und so, und das immer, finde ich immer toll, wenn das funktioniert und wenn man gleich tickt. Ist immer doof, wenn man ganz viele Leute kennt im Ort. ja, macht also auf jeden Fall Spaß. Würde alles viel einfacher sein, wenn wir ein bisschen Platz bei uns haben. Ne, ihr wisst ja, wir wohnen auf 60, 65 Quadratmetern. Abzüglich Betten und so ein Kram saugt unser Saugroboter, der kann das digital anzeigen, ja, über App. Saugt denn nämlich nur knapp über 40 Quadratmeter freie Fläche. Ja, unser Haus ist eben sehr, sehr klein. Ne? Hat aber den Vorteil, es lohnt sich auch nicht irgendwie da, bei uns ist nichts zu holen. Es ist einfach so. Wir stecken das ganze Geld immer in die Firma. C'est la vie. Gut, also wie gesagt, heute letzter Tag mit Dominik. Gestern hat er zum Beispiel ein Skizzier dahinter gehabt. Gestern haben wir ja mit Hauke echt wieder großes Ringen gemacht und so, und da war halt wieder volle Batterie, ne, mit Hacker und Skizzier und so, und da kann man dann halt auch eben sehen, wie gut das miteinander funktioniert und harmoniert, die Maschinen, und dass das dann eben einfach auch echt schnell geht, weil er sagte auch, für die Eiche hätte er wahrscheinlich 1,5 Tage gebraucht. Das Problem ist nur, er kann das so bei sich nicht einsetzen, wie wir das fahren, weil die halt sehr enge Grundstücke haben und da kommst du einfach mit den Maschinen da nicht rein, ne? Also da musst du tatsächlich alles durch ein Gartentor rausschleppen. Er hat mir auch erzählt, die haben letztens einen Baum komplett durchs Haus getragen. Ne? Ja, da bin ich dann echt immer wieder ganz froh, dass ich in Ostfriesland wohne. Bei uns sind, wie gesagt, die Preise vielleicht im Arsch, aber dafür haben wir wenigstens viel Platz um Grundstücke. Ne? Sodass wir echt viel die Bühne stellen können, viel mit großen Maschinen machen können und so. Verdammt, ich habe heute Morgen vergessen, die Spiegel sauber zu machen. Naja, das ist bei uns alles halt ein bisschen einfacher. Ne? Vielleicht sind deswegen auch die Preise so im Arsch, ich weiß es nicht. Weil es halt viele meinen, dass es können. Hier jetzt mal. Jetzt ist er drauf. Ha, siehst du, eingerastet. Sauber. Dann geht's los. Wie gesagt, da ist er, der Dominik. So, wir sind gleich da. Das ist eine wunderschöne Buche. Die steht halt leider nur zu dicht auf der Grenze. Und der Nachbar will die weg haben. Und unser Kunde hat Rückschnitt und so angeboten, hat der Nachbar abgelehnt. Und jetzt muss sie leider weg. Ist tatsächlich kerngesund, ist echt schade drum. Aber wie gesagt, das niedersächsische Nachbarschaftsgesetz ist da ziemlich rigoros. Und wirst du nicht übersehen können. Ne? Also wenn wir da gleich vorbeikommen, wirst du sagen, okay, ja, der Baum ist es. Okay, also wie immer Nachbarschaftsliebe. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn der Nachbar ihn nicht lässt. Wie immer das Gleiche. So was wirklich krasses, ne? Ortsschild Rauderfehn. Wir kommen jetzt aus Westoberledingen in die Gemeinde Rauderfehn. Und die Gemeinde Rauderfehn ist eine der wenigen hier, die tatsächlich noch keine Baumschutzsatzung hat. Was ich total krass finde. Also die sind dran, die wollen eine haben, die sind dabei. Aber die haben im Moment noch keine, was echt hart ist. Also echt hart. Gut. Ja, hier steht gleich ein schnuckeliges kleines Feenhaus, echt schön, mit einer echt schönen Buche davor. Und die muss leider weg. Wir sind wilde Jungs, wir haben nichts zu verlieren, wollen eine Reise oder nichts und haben schlechte Manieren, leben jeden Tag, als sind der Letzte wär. Jo, das sieht gut aus. So, ich fahre hier mal ein bisschen an ran. Ja, das ist sie. Nichts Wildes. Aber die Autos müssen beim Nachbarn eben von der Auffahrt runter.
Das wäre sie, das ist sie. Und wie gesagt, die steht halt ziemlich auf der Grenze, wächst über der Garage vom Nachbarn, wächst über dem Haus vom Kunden. Und wir hatten Rückschnitt angeboten, aber ihr seht, das ist schwierig, die so zurückzuschneiden, dass die Grenze nicht mehr tangiert. Ne? Da wäre die halbseitig gelähmt, hätte ich fast gesagt, sodass die leider weg muss. Wir können hier mit der Bühne super stehen, zack, hoch und dann fitz, fatz. Lange Stücke lang hier vorsichtig in den Garten rein und lange Stücke hier dann zur Auffahrt und dann ist das Business as usual. Wir sind zu dritt, von daher ist das alles easy peasy, einfache Arbeit. Wir gucken jetzt mal gleich, wie wir alle stellen und so, klingeln überall, melden uns an und dann geht's ganz entspannt los. So, aufgebaut ist. Dominik und Markus wollen eventuell zusammen in den Korb lange Stücke schneiden und dann, wie gesagt, hier beim Kunden zwischen Hecke und Haus runterschmeißen. Mal schauen. Im Moment geht Markus hoch. Guti, da ist der Echo-Puster, krasses Teil. Markus ist da relativ begeistert von. Markus, Echo-Puster? Daumen hoch. Nein, er wird nicht dafür bezahlt. Aber ist alles besser als diese Akkupisse, ne? Da kommt einfach keine Leistung, das ist leider so. Das ist schön leise und das ist leicht und man hat das Ding auf dem Rücken, aber nach 10 Minuten Blasen ist der auch leer. Also, ja. Guti. Ja, dann müssen wir, wie gesagt, legen wir das hier hin, dann müssen wir das hier nachher vorsichtig. Ich komme mit dem Kran nicht über die Hecke, denke ich. Aber wir schauen mal. Geht los. Ja, und dann muss das, wie gesagt, entweder hier nach vorne und dann fahre ich daneben und dann versuchen wir vorne über die Hecke zu greifen. Oder ich muss gucken, ich komme hier, glaube ich, nicht rückwärts rein beim Nachbarn. Das wäre auch ein bisschen heftig, mit dem LKW auf die Auffahrt zu fahren. Ja. Ach ja, zu dem Tor, da haben ja einige gedacht, ich bin da drüber gefallen. Nee, das ist so ein Soldatenmove. Das ist, richtet sich auch nach Torhöhe, wenn man oben keine Spitzen hat. Wenn man oben Spitzen hat, muss der eben Splitterschutzweste anhaben oder so, dass die nicht durchgehen. Aber das ist eigentlich ganz simpel. Ne? Es ist egal, welche Höhe, kannst auch bei einem 3-Meter-Tor machen. Du hechtest mit dem Bauch oben drauf, dann greifst du mit einer Hand in den Zaun, machst einen Schwung mit dem Bein hoch, dann springst du quasi rüber und hängst kopfüber am Zaun, dann drehst du dich seitlich weg und landest mit den Füßen zuerst. Füße zusammen ist wichtig, sonst kann man sich einen Knöchel brechen, wenn das ein bisschen höher ist. Ne, wie beim Fallschirmspringen, man landet immer mit den Füßen zusammen. Das verteilt das Gewicht auf beide Beine gleichmäßig. Wer schon mal aus dem Flugzeug gesprungen ist, mit dem Schlafsack auf dem Rücken, der weiß, wie doof das ist, wenn man... Wobei es unterschiedliche Fallschirme gibt. Ne? Also ein Rundkappenschirm bremst ja nicht ganz so gut wie ein Freifallerschirm. Und wenn du einen guten, großen Freifallerschirm hast, dann kannst du auch schon mal so eine laufende Landung machen. Aber bei einem Rundkappenschirm grundsätzlich Beine zusammen, zack, und abrollen. Was wollte ich gesagt haben? Verdammt, bin vom Thema abgewichen. Ja, also wie gesagt, das über das Tor springen, das war schon so gewollt. Da bin ich nicht drüber gefallen, sondern man springt da mit dem Bauch drauf, greift in das Tor oder in den Zaun und rollt sich dann da drüber ab. Das gehört sich so. Ja. Im Moment ist es eher ein bisschen langweilig fürs Bodenpersonal. Aber gut, so ist es halt. Wie gesagt, Markus sehe ich da oben fleißig. Und dann wird das schon. Wir haben den LKW gedreht, der steht wieder entgegengesetzt der Fahrtrichtung, ziemlich dicht an der Hecke dran, weil Kran ist ja auf der Fahrerseite. Dann wollen wir mal gucken, ob ich das schaffe, dass ich über die Hecke greifen kann und dass wir die Äste dann mit dem Hacker über der... Alter, Musikknochen, das zeckt. So, über die Hecke greifen kann. Und dann hier in den Hacker schieb. Dann braucht Dominik die immer nur so einen Meter vorziehen. Und dann wollen wir rübergreifen und dann zack und dann rein in den Hacker. Das spart auf jeden Fall Zeit, wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Markus hat die schon ziemlich nackig, das läuft. Also für die erste Viertelstunde ist das... Also natürlich ist da noch jede Menge Baum, aber irgendwo muss ja mal anfangen klein zu schneiden. Es funktioniert!
funktioniert das ganz gut. Der Kran passt gut über die Hecke. Mir wäre es natürlich lieber, er wäre noch 10 Meter länger, dann könnte ich es direkt unten am Baum weggreifen. Aber es ist immer so, ne? Ihr kennt das, wenn ihr mit dem Mini-Bagger unterwegs seid oder mit dem Bagger unterwegs seid oder so, oder auch wenn ihr Kranfällung macht, ne? Kran ist immer einen halben Meter zu kurz, der Kran hat immer zu wenig Tonnage, der Platz ist immer zu klein, um die Sachen aufzustellen. Ah, das alte Lied. Ja, aber das ist ganz gut, ne? Hier kann ich so, da steht das Auto eben, hier packt der Dominik die Äste hin und dann kann ich die so grapschen und dann... Wäre clever gewesen, habe ich gerade noch drüber nachgedacht, ich hätte mir eine Überfahrtafel mitgenommen, die hätte ich hier unten auf den Boden schmeißen können, dann müsste ich nicht mehr so aufpassen, dass ich nicht mal den ganzen Rasen mitnehme. Einmal ist mir das nämlich schon aus Versehen passiert, aber einmal von zigmal greifen ist okay. Ja, die Pille hat auch keine 100%, nichts hat 100% Sicherheit, außer Kräne, die am 130. Ja, Markus freut sich, der hat Spaß, glaube ich. Und wie gesagt, das wird jetzt so peu à peu kleiner, ne? Und dann, das ist kein wilder Baum, ne? Den hätte man jetzt tatsächlich auch echt geil klettern können, ne? So mit Steigeisen hochrennen und das ist aber ein ganz schön großes Stück, Markus. Hat er auch gemerkt, er greift anders. Aber wenn das auf die Garagenkante dängelt, mache ich dann neues Italienisch drauf. Wenn das in die Hecke dengelt, habe ich auch ein Problem. Ja, clever gelöst. Gut. Also das geht auch alles noch durch den Hacker, ne? Wir lassen wahrscheinlich nur den Stamm stehen ab irgendwo da oben. Ansonsten kommt der ganze Kram durch den Hacker. Brauchen wir auch weniger Flören. Wobei ich das auch echt krass finde, dass er diese dicken Dinger mit der kleinen Säge sägt. Ich hätte mir dann eine etwas größere Säge schon geholt. Muss der Markus aber selber wissen. Joa. Ja, ist geil, ne? Wenn man mit dem Hacker so... Das sind jetzt... Ich meine, wie viele Leute hätten schlören müssen, wenn du so einen Hacker nicht mit Kran hättest? Dann hättest du das alles hier wegziehen müssen, um die Ecke und dann in den Hacker. Oder alles über die Hecke tragen und dann in den Hacker, ne? Na, Alter, nee. Hab ich keinen Bock drauf, mach ich nicht. Ich bin ja nicht doof, ne, so kann das alles auf einen Haufen und dann grapsche ich da ab und zu mal rein und dann kann das da so weggehäckselt werden. Kurze Wege, ne? Zack, 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 ich sage ja, noch geiler wäre es, ich könnte da so ranfahren und oder hätte einfach mal 20 Meter Kran, dann könnte ich nicht da, also dann könnte man diesen ganzen Triebling, könnte man den 1 an Kran hängen, hinter den Cheater legen und so in den Cheater stecken, ne? Das ist ja das, warum ich so ein Auto haben will, ne? Dann werde ich so schnell, da können gar keine Bäume gegen wachsen. Goodie. Ja, macht Spaß. Schade um den Baum, also ist tatsächlich sehr, sehr schade. Hat Tina auch ein paar Mal gesagt, dass das eine echt geile, gesunde Buche ist. Aber, wie gesagt, ist wie es ist. Manchmal muss man auch einen gesunden Baum fällen, auch wenn es dann in der Seele wehtut. Und es gibt hier keine Baumschutzsatzung. Und es ist ja leider ein Grenzbaum, er steht zu dicht am Gebäude. Wir machen demnächst 80er Jahre Serienraten live auf diesem Kanal. Ach ja, nein, es macht Spaß. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich
Ich habe sehr gut geschlafen. Das Problem ist, mein Hund hat auf der Heizung gelegen. Ich hatte also eher kalte Füße, weil eigentlich ist die Heizung im Fußbereich von dem Wasserbett. Aber da ich meine Füße am Hund vorbeistrecken musste, waren die nicht mehr unter der Decke. Aber Tyson hat auf der Heizung geschlafen, was vielleicht auch ganz gut ist für seine Hüfte. Vielleicht mag er das deswegen auch so gerne. Er hat ja einen Hüftschaden. Ja, also wie gesagt, war eine angenehme, ruhige Nacht. Ich bin begeistert schon, jetzt schon. Aber ich war im Laden ja schon begeistert. Nur jetzt hat Tina ja ihren Willen gekriegt und hat ihr Wasserbett. Und jetzt muss ich ja nur noch meinen Willen kriegen und meinen LKW kriegen, ne? Also den Kran-LKW. Jo, mit Ohr. Mein Kranfahrer André und André. Die sagen zwar beide, mit dem Ladekran kann man nicht schräg ziehen, wie zum Beispiel mit dem Autokran. Das ist nicht so gut für einen Ladekran. Aber Ladekran ist, denke ich, für uns die flexiblere Lösung, auch wenn ein Autokran mehr Traglast hätte und so. Aber na gut, die Unterhaltskosten fressen dich bei beiden auf. Das ist leider tatsächlich so. Joa. Dominik hat Spaß. Das ist gut. Das ist sehr gut. Spaß bei der Arbeit ist die halbe Miete. Und wenn man Spaß bei der Arbeit hat, fühlt sich es auch nie wie Arbeit an. Darum, viele sagen ja immer, boah, ihr habt so einen Stress, ihr arbeitet 7 Tage die Woche und dann immer so lange Tage und dann das Video schneiden und der Shop. Ja, ist alles richtig. Ja, wir haben lange Tage. Aber solange wie wir Spaß dran haben, machen wir das gerne für euch. Wenn es dann irgendwann keinen Spaß macht und leider trüben ja auch so einige Hater ab und zu die so ein bisschen die Stimmung und so, dann macht es halt nicht ganz so viel Spaß. Aber solange wie wir Spaß bei der Sache haben, werden wir euch da auch weiter mit begeistern und werden wir euch auch weiterhin mit unterhalten und dann tun wir das auch gerne. Ne, das, wenn man an etwas Spaß hat, fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Das ist tatsächlich so, das ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber das ist so. Ne? Der Markus ist auch zu uns gekommen, weil er Spaß an der Sache hat, weil er hat das ja immer schon so ein bisschen nebenbei bei uns gemacht, um auch so ein bisschen zu gucken, ob das ihm gefällt oder nicht. Und er hat einfach Spaß dabei. Ne? Und darum ist ihm das dann auch, ist ja auch ein Geben und Nehmen. Ne? Wenn er hat den Sonntag ja gearbeitet, dafür hat er den Freitag frei und so. Ne? Also das ist so ein bisschen, natürlich hat er das auch finanziell noch ein bisschen entschädigt bekommen mit dem Sonntag. Ja, es ist einfach ein Geben und Nehmen. Ne? Wenn du vernünftige Leute haben willst, musst du auch vernünftig bezahlen und dann musst du auch vernünftig mit denen umgehen. Und wenn es läuft, dann haben wir auch alle Spaß und dann sind wir auch alle lieb miteinander. Und wenn es nicht läuft, dann haue ich auch mal mit der Faust auf den Tisch. Und dann ist es auch besser, wenn man dann wieder in der Spur läuft. Also, solange wie ich zufrieden und glücklich bin und alles vernünftig ist, sind alle zufrieden und glücklich. Wenn ich schlechte Laune kriege, kann ich auch anders. Und das wollt ihr nicht erleben. Die beiden, die stehen zusammen im Korb, wegen dem Kram, der da über dem Haus hängt. Dann kann einer festhalten, einer schneiden. Sie sind aber zu dick. Ja, wir sind dabei, würde ich sagen. Ne? Dabei, dabei. Redau, redau, redice, dau, die Stadt, die hört die König, die auch. Das ist übrigens hier Gallimarkt und Tradition und so. Habt ihr vielleicht gesehen, das Video? Den gibt es schon länger als das Oktoberfest. Den gibt es schon weit über 500 Jahre. Gut, ja, wie gesagt, da fallen da oben die Spitzen. Das war mutig. Der sieht also schon eine Seite nackig aus. Ja, und das klappt ganz gut. Rübergrapschen, durchhäckseln. Das passt auch alles. Das ist heute mal entspannte Lage. Die Karre wird nicht B-voll. Dominik legt mir das hier hin und ich haus durch den Hacker. Eigentlich wäre es eine 2- oder könnte man das auch gut mit 2 Mann machen.
dann hätte ich ein bisschen mehr Stress, dann müsste ich packen und häckseln. So ist das. Völlig entspannte Lage. Die einzigen, die Stress haben, sind Markus und Dominik. Ich stehe hier oben warm und trocken, mache ab und zu mal den Häcksler an, greife da zweimal rein und dann, ja. Ja, das ist auch mal ganz schön. Auch mal ganz schön. Metallica als Hofkapelle, so soll es sein. So, Dominik geht nach oben. Der hat gesagt, der hat auch voll Bock. Der Baum ist eine Seite nackig bei unserem Kunden. Und jetzt andere Seite beim Nachbarn nackig machen. Dann können wir den Stamm abblocken. Krone ist auch schon raus. Was? Acht Äste noch, sagt Markus gerade. Acht Äste noch, das ist überschaubar. Wie gesagt, da liegt das Zeug, können wir mit Grabschi rüberholen. Bei mir ist alles Grabschi, ne? Fährmeer ist Grabschi, Kran ist Grabschi, alles ist Grabschi. Alles, was greifen kann, ist Grabschi. Ja, guti, dann wollen wir mal gucken, wie der Dominik sich schlägt. Der hat hoffentlich auch Bock. Geht halt los. Ab für eine Mark, die nächste Runde rückwärts. Naja, was kriegt man heute noch für eine Mark, ne? Früher, Alter, 50 Pfennig, gemischte Tüte, warst du der King in der Klasse, ne? Boah, er fängt direkt mutig an. Jo. Ja, das Buchen, ne, ist schwer. Ich glaube, er hat auch noch. Er kann die Säge auch in den Motri tun. Nein, möchte er nicht. Oh, Dominik ist bei den letzten Ästen. Ich muss mal gucken, wo ich die Kamera hinhängen kann. Ich muss ja gleichzeitig auch ein bisschen weiter häckseln. Gucken, mache ich euch hier gleich am Hacker fest. Ja, also die letzten Äste kommen raus. Nachher mal fragen, was er vom Motri hält. Hoffentlich habe ich noch genug Akku. Benutzen tut er ihn ja auch schon fleißig. Jetzt machen wir den 30er Knucken runter, damit er die überhaupt auch abschieben kann und wir die unten überhaupt auch bewegen können. Und dann ist der Baum gleich Geschichte. Ganz locker entspannte Lage, müsste jetzt Mittag gleich sein oder müsste Mittag sein. Ja, guck, 11:53 ist Mittag. So, ganz entspannte Lage, ne? Wir waren um 9:15, sagte Markus, glaube ich. Ist er angefangen. Boah. Ist echt wenig mal auf dem Auto, ne? Daran sieht man eigentlich, dass sowas für uns ein kleiner Baum ist, ne? Also ein ganz kleiner Baum. Weil normalerweise ist ja nach einem Baum die Karre voll. Oh, wir liegen in den letzten Zügen. Ja, da steht noch ein bisschen Reststamm, da kommen wir mit der Bühne nicht ran. Das legen wir jetzt gleich von unten um. Ah, jetzt pusten wir im Eimer hier die Auffahrt. Markus ist schon drüben am Haken. Und dann müssen wir halt mal gucken, was wir uns mit dem Stammholz vermachen. Aber wir probieren jetzt miteinander zusammen den Echo-Puster aus. Guck mal, Dominik holt sich die dicke Säge. 461? Ja. Ja, ja. Top Säge. Top Säge. Die 460, 461, 462, das sind Top Sägen. Vor allem die 462 viel mehr Power wie die 16 hat sie nicht. Das stimmt, das stimmt. Die 16 geht trotzdem gut. Das ist auch sogar mit dem 72er Schwert. Ja. Ja, es sind einfach. Echt geile Sägen. Ja, und das ist dieses, was ich immer sage, dieses ganze Downsizing, ne, und Hubraum minimieren, aber dafür höher drehen lassen und so. Es geht alles nur zu Lasten vom Motor. Am besten ist das, viel Hubraum, wenig Leistung. Muss sein. Genau, da hast du richtig Drehmoment, ne? Das ist ja bei meiner alten 056 genauso, ne? Die hat ja richtig Hubraum. Richtig Hubraum. Aber irgendwie nur 6 PS oder so, ne? Also lächerlich, oder ja, 5,6, also lächerlich, ne? Lächerlich, das haben heute die 261er oder so, ne? Aber eben kein Hubraum, ne? Und deswegen habe ich auf der 056 ja auch ein 75er Schwert drauf und das zieht die auch echt gut. Ja, das brauchst du mit einer 261 oder so nicht versuchen, weil die einfach mal nicht das Drehmoment hat und nicht den Hubraum und deswegen haben die auch keine Kraft. Ja, hier ist wie gesagt der neue Echo-Bläser. Es lebt!
Macht Spaß. Und kein Rückstoß, ne? Das ist das, was ich so geil finde. Das haben die Älteren von den Konkurrenten nicht. Ich weiß, dass der ganz neue vom orange-weißen Mitbewerber, der hat auch keinen Rückstoß. Das weiß ich zufällig. Aber die Älteren, Alter, da fliegt dir immer das Handgelenk weg. Immer. Und das hat der hier eben nicht. Ja, und festsetzen und so kann man den auch. Ja. Und das vom Underdog kann ich immer nur wieder betonen. Ne? Merkwürdig, dass die sich Gedanken machen. Komisch. Können sich halt nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Ne? Das ist so das Problem. Gehen wir mal rein. Dominik ist ja noch fleißig am Sägen, deswegen habe ich noch Gehörschutz auf. Auf den Kopf fallen kann mir nichts mehr, weil der Baum ist ja weg. Markus holt hier vom Kunden noch ein bisschen Schnitt ab hier von den Kopflinden. Klar können wir sowas mitmachen, machen wir mal gerne. So, das Löschchen hat Markus wieder zugemacht. Die Erde habe ich jetzt zum Glück nicht mit durch den Hacker geschoben, sondern habe die so ein bisschen Greifer auf und wieder so rausgeschüttelt. Hier liegt jetzt das Bäumchen, das ist weg. So, und dann müssen wir dann noch das Rückenchen schließen. Ja. Da vorne ist ein Ast abgebrochen, das tut uns auch echt leid, was passiert. Gut. Ja, dafür ist der fette Stammwender echt geil, ne? Das ist so ein böses Teil. Aber Buchenrinde wehrt sich. Da vorne fällt ein Segel, das ist nicht gut. Ja geil, so, der ist weg. Das ist schick. Schick, 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 schick. So, jetzt liegen wir an Fensterbänke und so sauber pusten. Und dann haben wir es auch schon wieder. Kleinigkeiten, dass das vernünftig sauber ist. Und wie gesagt, den Haufen neuem Stammholz da wegrollen. Die Späne können wir auch so liegen lassen, das haken wir erstmal nur alles ein bisschen an die Wurzel ran. Weil wie gesagt, wenn wir nächste Woche fräsen, wird es sowieso noch mal ein bisschen randalerig. Ja, und dann kommst du ja, wie gesagt, du musst auch noch ein paar Stunden fahren, dass du heute halbwegs früh auf der Bahn bist. Ne? Wir essen dann noch eben bei Schwiegereltern und dann, wenn wir auf dem Platz sind. Dann war das ein ganz entspannter Tag heute, würde ich mal sagen. Ne? Kann man so sagen. Kann man so sagen. Richtig, muss ja auch nicht immer eskalieren. Ne, wie gesagt, die Kleinigkeiten machen wir noch einmal vernünftig sauber. Und dann nochmal kurz den Hacker anschmeißen für den Kroppelkram. Dann passt das. Dann machen wir heute früh Feierabend, kann ich in mein Wasserbett. Ne, Tina muss ja noch ein Video schneiden. Es ist ja Mittwoch und ihr wollt ja Donnerstag auch ein Video sehen. Ne? Das muss ja noch eben geschnitten werden. Ne? Ich schätze mal, die Files hier vielleicht Sonntag seht mit der großen Eiche zusammen, die wir gestern mit Hauke zusammen gemacht haben. Mal gucken, ich weiß es nicht. Ihr werdet schon sehen, wann es kommt. Ich weiß es immer selber manchmal. Hier ist jetzt übrigens, muss das jetzt mal anfangen zu pissen, finde ich gar nicht so witzig, irgendwie toll. Gut, also wie gesagt, das häckseln wir jetzt noch einmal schnell mit durch, dann ist das alles schick und schier. Weiß ich nicht, die ist Asbach uralt. Die ist aber auch schon ausgeleiert, ne? Ich glaube, die genau. Älteren haben das. Tada! Futter bei Mutter. Fertig, Feierabend. Nee. Und das um 14:45. Das darf man gar nicht nacherzählen. Ah, Battery low. Tina hat den Laptop ins mobile Netz gepackt. Ich hier mit aufgeklappten Laptop. Es ist nämlich Donnerstag und wir sind noch dabei, unser Video hochzuladen, was wir jetzt nicht über WLAN machen, sondern übers mobile Netz, weil hier, ihr seht, ne, wir haben noch so, oh, Queenie muss noch Lulu, bevor wir losgehen. Darf man einen Hund beim Pipin filmen? Ja, darf man, glaube ich, ne? Ach so, nee, Mädchen darf man nicht beim Pipin filmen. Ja, das ist eine Ladung Hackschnitzel, die ich hier hingekippt habe, weil wir ja in unseren eigenen Beeten auch Hackschnitzel haben. Das ist noch eine Figur, die unseren Freund geschnitzt hat.
der jetzt auch wieder für uns auf dem Schnitz-Event schnitzt. Also wir haben uns diesmal den Felix Altenburg gebucht, gesichert fürs Schnitz-Event, für die größte Schildkröte der Welt, das größte Spielgerüst der Welt in Form einer Schildkröte, die unser Freund Steffen Merler, der hat ja auch mit dem größten Bären der Welt schon versucht, einen Weltrekord aufzustellen. Der ist uns leider nicht anerkannt worden oder ihm leider nicht anerkannt worden, weil der Bär nicht aus einem Stamm geschnitzt ist, sondern weil wir den zusammengesetzt haben. Ansonsten ist der 11,40 Meter hoch und wäre damit eigentlich definitiv der größte und vor allem auch die Proportionen bei unserem Bären passen. Der sieht nicht so aus wie so ein langgezogenes Gummiband, sondern wirklich wie ein Bär. Das ist Queenie, du Vogel. Keine Ahnung, was sie vorhat. Ja, also wie gesagt, hier unsere Hackschnitzelbeete, ne, die werden ausgegraben, das wird ja über der Zeit, wird das ja Erde, die werden also ausgegraben und dann wird das neu aufgefüllt. Gut, das ändert sich ja hoffentlich bald. Und jetzt, genau, völlig abgeschweift, warum wird heute nicht gearbeitet, obwohl richtig geiles, knackekaltes Frostwetter ideal zum Arbeiten wäre? Also, Tina lädt jetzt gerade das Video, wo Dominik hier war, hoch und das seht ihr dann heute und wir sind auf dem Weg und holen Ruby ab. Ja, wir holen Ruby ab. So, finally. alles wird gut. Ne? Tatsächlich können wir Ruby heute abholen und deswegen sind wir jetzt auf. Vorsicht. Ich weiß es rechts vor links, aber du weißt nicht, ob er. Ja, Ruby kommt also zurück nach Hause. Ruby hat jetzt ein neues Fahrwerk und neues Getriebe. Das Getriebe war schon länger drin, das mussten wir erst wieder einfahren. Die Leistungssteigerung, die Ruby hat, ist wieder freigeschaltet. Alles wird wieder wie beim Alten sein. Das Fahrwerk ist komplett getauscht, also keine ausgeschlagenen Buchsen mehr, kein gar nichts, kein Death Wobbling mehr. Sodass alles wieder gut wird. Also ich bin jetzt, ich fahre heute Abend, fahre ich noch wieder mit der Bühne zum Hauke. Dann bin ich Freitag, Samstag beim Hauke am Arbeiten. In der Zeit fährt Tina mit Ruby das Holz aus dem Wald rausrücken. Da macht sie hoffentlich auch noch ein schönes Video von. Tina fährt also das Holz rausrücken aus dem Wald. Und dann fahren die nämlich mit dem Nissan und mit Ruby zusammen das Holz ab. Ich werde dann beim Hauke ein bisschen was machen und filmen. Und dann werdet ihr wieder ein schönes Video von uns haben. Einmal, wo Tina arbeitet und einmal, wo ich dann beim Hauke arbeite. Und ratet mal, was für ein Wetter werden soll. Es soll wieder regnen. Immer wenn wir da im Wald sind, regnen. Markus, nicht, wir gehen wieder im Wald und es regnet wieder. Merkwürdig. Echt merkwürdig. Muss fertig. Ja, wir sind gespannt. Ihr könnt uns ja auf der Forst live treffen. Noch muss man sagen, weil wir sind gespannt, ob... Ich habe da eine Neuigkeit. Wenn du das jetzt schon ansprichst, dann kann ich es auch sagen. Ich habe gerade eben eine E-Mail bekommen. Ich hatte nämlich angefragt, weil alle mich gefragt haben, natürlich wegen Corona und so weiter. Covid-19, beleidige nicht das Bier. wie da die Lage ist. Also der derzeitige Stand ist, wenn es sich jetzt nicht drastisch ändert, das heißt... ja, wesentlich mehr Fälle dazukommen und so weiter, wird die Messe tatsächlich stattfinden. Also das ist der derzeitige Stand. Stand heute, Donnerstag. Also bis nächste Woche warten die noch, wenn sich das nicht drastisch ändert, dann wird das alles ganz normal stattfinden. Und ja, weil das wohl keine Großveranstaltung ist wie die Leipziger Buchmesse, hat das Gesundheitsamt bisher keine Bedenken. Ja, wir sind gespannt, keine Ahnung. Bin auch noch so ein bisschen skeptisch, muss ich persönlich sagen, ob das wirklich alles so ist, weil hier in West-Oberledingen ist der erste Fall jetzt auch schon da und stehen die ersten Leute unter Quarantäne. 68 an der Zahl. Richtig. Und das in unserem kleinen schon mal, genau, das in unserem kleinen Dörfchen. Beziehungsweise Papenburg gehört auch mit dazu, weil keine Falschmeldungen verbreiten. Aber ja, mal gucken. Das ist der derzeitige Stand, das habt ihr alle eine offizielle Antwort, wie das aussieht. Und wir berichten, sobald wir irgendwas Neues hören. Ja, jetzt sind wir erstmal bei Oma und Opa, lassen die Muckis raus und Opa hat den Nissan da stehen, der bringt uns nämlich jetzt dann weg. Guti, dann bis dann. So, Opa hat uns zu Eurocar gebracht. Da haben wir ja, bevor wir uns den SRT gekauft haben, auch immer geliehen. Hier bei uns in Loga. Wir kriegen jetzt hier so eine kleine Knutschkugel mit, hier so ein Ford. Damit knallen wir jetzt nach Düsseldorf. Und dann fahren wir da wieder mit, den geben wir dann in Düsseldorf ab. Und dann, ich glaube, große Marken sind nicht drin. Ja, genau.
Und dann fahren wir mit Ruby zusammen zurück. Nun könnt ihr sagen, ja, warum fahrt ihr nicht mit dem SRT oder mit dem Nissan? Ja, ganz einfach. So fährt man mit einem Auto hin und fährt zusammen hin. Wir können quatschen, wir können uns ums Video kümmern etc. pp. Und dann fahren wir auch mit einem Auto wieder zurück. Und wir können dann auch gleich beim Jeep drauf achten, ob es wieder irgendwelche Geräusche gibt, Poltern im Fahrwerk. Ja, wie der Jeep allgemein läuft. Wir können uns unterhalten, wie gesagt. Man könnte ja auch sagen, ihr hättet ja auch mit der Bahn hinfahren können. Das tue ich nie wieder. Genau, das tue ich nie wieder. Das haben wir tatsächlich gemacht, als wir den ersten Jeep gekauft haben. Da sind wir mit der Bahn nach Düsseldorf gefahren. Das war so herrlich unflexibel mit dreimal umsteigen und allem drum und dran. Oder fünfmal umsteigen sogar. Und es hat ewig lange gedauert. Es hat ewig lange gedauert. Und es war sogar viel, viel teurer. Also diese Kiste kostet jetzt für einmal nach Düsseldorf hin. Hau raus. Ich glaube, ein Fuffi, genau, ein Fuffi. Ist immer teuer, weil man ja nicht direkt da wieder abgeben. Aber, ja, aber 250 Kilometer für einen Fuffi, finde ich, ist schon völlig okay. Als wir Ruby abgeholt haben... Machen wir die Lüftung leiser. Als wir Ruby abgeholt haben... Der sitzt halt so, oh Gott sei Dank. Und dann gerade halt so. Als wir Ruby abgeholt haben, weiß ich noch, da hat uns das Bahnfahren hin 100 Euro gekostet. Ja, aber pro Nase. Ja. Da waren wir 200 Euro für die Bahn los und waren 5 Stunden unterwegs. Und hatten echt Kopfschmerzen. Und ist genau, es war echt scheiße. Nee, und jetzt können wir halt für den Fuffi hin und her ballern. Ne? Für den Fuffi, da habe ich nicht mal den Reifenverschleiß vom SRT wieder raus. Ja, das wäre mir eigentlich egal gewesen. Mir ist halt wichtig, dass wir zusammenfahren. Wir machen immer alles zusammen. Uns gibt's nur im Doppelpack. Und da, wer das nicht akzeptiert, der kriegt auf den Sack. Guti, ja, dann lass uns losjagen. Alle losgefahren, haben den Durchschnittsverbrauch angemacht. Die Karre hat irgendwie 2014 Kilometer gelaufen, ist also ziemlich flatschneu. Und hat einen Durchschnittsverbrauch von 9,1 Liter. Zeigen es gleich nochmal, falls es jetzt nicht glaubt. Genau, wir zeigen es gleich nochmal. Das Navi hat gerade den... Ich war echt geschockt. Also Junge, das ist eine kleine Knuschkugel, so ein Mutti-Auto. Genau, das ist ja irgendwie so ein, weiß ich nicht, was hat er? Keine Ahnung, 70 PS Rasenmähermotor, der hier drin ist. 9,1 Liter. Und ihr beschwert euch bei 14,5 Liter SRT, ne? Wo wir einen Saugmotor drin haben. 1,5 mal so viel PS. mit 5 mal, mehr als 5 mal so viel, ja, PS. Und einfach mal 6,4 Liter Hubraum, ne? V8, der so gar nicht auf sparsam und... Ah genau, jetzt da sieht man es. 9,1 Liter auf 100 Kilometer. Alter, es ist pervers, das ist viel zu viel für so ein kleines Auto. Das ist das, was ich immer sage, ne? Wo ist denn der Fortschritt? Wo ist denn das Moderne? Wie gesagt, im SRT ist ein Saugmotor, ein hubraumstarker Saugmotor verbaut. Ja, wenn ich dann überlege, hier Audi und BMW und die ganzen deutschen Hersteller mit ihren Downsizing, da steht ja nur noch Audi 4,0 hinten dran. Das hatte ich ja, als wir nach Brüssel gefahren sind, oder Belgien. Da hatte ich ja gedacht, boah geil, ein 4 Liter Audi und so. Und da haben mir dann ja alle in die Kommentare geschrieben, ja, Arsch geleckt, das ist ein 2 Liter Biturbo, den du da fährst. Ja, super. Turbomotoren brauchen immer Drehzahl, ne? Die brauchen, Alter, die kommen erst ab irgendwie 3.500 Touren. Ne? Die brauchen also immer Schippe, damit die ziehen und damit da was kommt. Mal abgesehen davon, dass ein 2-Liter-Motor, wenn er getreten wird mit 2 Turboladern, garantiert nicht so lange hält wie ein Saugmotor. Das ist das, was ich immer sage. Ne? Egal, also was ich damit sagen will, für so eine kleine Bumsbude sind 9,1 Liter einfach mal viel, viel, viel zu viel. Weil der wiegt nichts, der hat keinen Hubraum, der hat keine Leistung. Der hat einen modernen Motor, der ist aerodynamisch, weil er keilförmig ist hier und CW-Wert und alles auf Windkanal und so. Und wir fahren einen 6,4 Liter V8 Saugmotor mit einem 2,5 Tonnen Auto und einem CW-Wert von einer Einbauküche. Und wir fahren den echt nicht langsam, wenn wir den fahren. Und der braucht man gerade 14,5 Liter. Finde den Fehler, Greta, finde den Fehler. Aber Hauptsache, wir fahren alle kleine süße Motoren mit kleinen süßen Autos, die dann viel zu viel brauchen. Da fahren unsere Jungs hier. Die Bauern fahren hier wieder. Hatten wir euch ja gerade schon mal kurz gezeigt. Ist auch keine Polizei gerade. Vielleicht fahren sie auch. Ich wollte sagen, ist auch gerade keine Polizei, ja, vorweg. Doch, da stehen sie wieder. Ach, da steht die Polizei. Da steht die Polizei.
Ja. Ja, ist krass, ne? Also, so wird dann auch wieder, ich meine, wie gesagt, die Polizisten machen nur ihren Job, aber so wird dann auch wieder dafür gesorgt, dass eben so eine Aktion im Sande verläuft, ne? Also, und nichts bewirkt, ne? Also, die Polizeiwagen stand ja gerade vor der Auffahrt, dass die Trecker da eben nicht zumachen können, sondern weiterfahren müssen. So verhindert halt die Polizei, dass die Autobahn geblockt wird. Und man kann ja nur was ändern oder was erreichen oder mit seiner Aktion Erfolg haben, wenn diese Aktion auch was bewirkt, ne? Also wenn die Polizei Aufmerksamkeit erregt. Ich meine, klar ist das ärgerlich für die Lkw-Fahrer, klar ist das auch ärgerlich für mich, ne? Da fahren sie jetzt gerade weg, die Polizisten. Klar ist das auch ärgerlich für mich, wenn ich nicht jetzt nach Düsseldorf komme, um Ruby abzuholen, nicht wieder auf die Autobahn komme. Aber letzten Endes könnt ihr über die Bauern so viel schimpfen, wie ihr wollt, aber es geht da auch um Existenzen, ne? Und eigentlich sind ja auch wir schuld an der Lage der Bauern. Ich meine, früher hat ein Bauer, glaube ich, keine Ahnung, 6 Familien versorgt oder so. Heute versorgen die 60 Familien und mehr. Wir wollen doch alle das Kotelett für 3 Euro im Supermarkt. Wir kaufen doch bei Aldi, Lidl und Co. da. Und am besten ist ja auch noch, man guckt in die Truhe, ne, dass man auch noch quasi das kauft, was im Angebot ist gerade. Ne? Das Hackfleisch ist gerade im Angebot für 2 Euro das Kilo oder so. Ja, Leute, dass das nicht von einem glücklich gestreichelten Kuh kommen kann oder Schwein kommen kann, ja, das, Alter, packt euch mal an den Kopf, ne? Denkt mal nach. Aber das ist das Problem, wir sehen alles nur noch als Produkt, alles nur noch als Ware. Niemand hat wirklich nochmal einen Huhn oder eine Gans oder so zu Hause und haut dem Vieh dann kurz vor Weihnachten den Kopf ab, brüht das in heiß Wasser, rupft die Federn ab und nimmt es aus. Das macht keiner mehr. Es ist einfach so bequem, in den Supermarkt zu gehen und die fertige Putenbrust zu kaufen oder Hähnchenbrust zu kaufen. Und wenn ihr mal diese Videos seht von diesen Legebatterien, ja, wie also euer Nachschub an Hähnchenfleisch gezüchtet wird, ne? Da fallen die Küken aus den Eiern auf Fließbänder, werden über Fließbänder sortiert, dann stehen da 2-3 Arbeiterinnen am Band, die schmeißen die Küken, die diese Prozedur nicht überstanden haben, schmeißen da die Leichen raus oder die Küken, die zu schwach sind. Leute, das sieht aus, als wenn Haribo Bonbons produziert. Ja, so sieht das aus. Die stehen auf dem Fließband, die fallen da runter, die werden da einsortiert und so, ja. Das hat mit Lebewesen nichts mehr zu tun. Das ist Industrie. Ja? Glaubt man sicher, dass den Bauern das viel lieber wäre, wenn sie wieder nur jeder, was weiß ich, 100 Hühner hätten oder so, ja? Oder 20 Schweine mästen müssten oder so. Aber nein, die müssen 200.000 im Jahr oder so mästen, ja? Also, was ein Kollege von mir hat die Ferkelmast komplett aufgegeben, weil er sagt, Alter, ich habe für einen Ferkel nicht mal mehr einen Euro. Und überleg mal, bei den Stallkosten, bei den Heizkosten, bei den Futterkosten und so, sagt mal, überleg mal, wie viel Tausend ich im Jahr durchschleusen muss, damit ich einigermaßen Umsatz mache. Ne? Also, naja, da sind wir Verbraucher dran schuld und da kann ich die Wut der Bauern auch irgendwo verstehen. Die Bauern wollen keine Subventionen, die wollen, dass wieder anständige Preise für anständige Lebensmittel gezahlt werden. Und jetzt kommt mir nicht mit, das muss ich mir von meinem Job auch leisten können. Das ist nämlich das nächste Problem, dass heute ja beide arbeiten müssen, damit man überhaupt noch halbwegs über die Runden kommt und so, ne? Also der Kopf fängt immer, der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Das ganze System ist mittlerweile irgendwie nicht mehr kompatibel, sag ich mal. Es muss sich an diesem ganzen System mal was ändern. Wir laufen jetzt den Kilometer zu Ulm hin. Super Idee. Jetzt so 400 Meter geradeaus. Aber dann laufen wir jetzt eben den Kilometer zu Ulm. Ich habe gerade schon gesagt, sonst rufen wir bei Ulm an und dann sollen die einen Verkäufer vorbeischicken. Aber so frech sind wir dann doch nicht. Wobei die das bestimmt getan hätten, wenn wir angerufen hätten. So nicht. Ja, laufen tut es auch mal ganz gut. Laufen tut es auch mal ganz gut. Da steht Ulmen. War gar nicht so schlimm, aber ich hasse Laufen. War gar nicht so schlimm, aber wir hassen Laufen, ja. Ne? Da ist Ulm, das heißt, eigentlich können wir nicht Querfeld ein über Parkplatz laufen. Scheiße. Aber wir sind. Du kommst da ja gut rüber, aber ich nicht so elegant wie du. Naja. Das ist peinlich. Aber wir sind gleich da. Ich kann hier nicht weggehen, ohne ein Auto gekauft zu haben. Das wird nicht. Aber teuer. Du kannst nicht öfters kommen, wenn du magst. Ne? Das wird teuer. Alles gut, ja. Ja, gut. Wir nehmen unseren jetzt erstmal wieder mit. Und dann macht ihr die Papiere unterwegs, alle fertig und dann. Alles klar. Dann vielen lieben Dank. Ich darf dir noch die Hand geben, oder? Ja, klar.
Ja, ich gebe dir gleich die Adresse. Alter, ich wusste schon gar nicht mehr, wie das Auto noch aussieht. Guck mal, da liegen auch noch Kalender drin. Wir können noch ein paar Kalender verkaufen. Sind gerade reduziert, Leute. Sind gerade reduziert, genau. Eieieiei. Ja, cool. Ja gut, es gibt eine Strecke, die geht eine Stunde und ein bisschen. Aber man darf wieder LKW gucken. Wir müssen tanken. Wir müssen tanken. Das ist nicht... Wieso müssen wir immer tanken? Immer wenn wir Autos haben, müssen wir tanken. Ich verstehe das gar nicht. So eine Scheiße. Immer müssen wir tanken. Das ist das dritte Mal, dass wir heute tanken. Das ist nicht witzig. Da kann ich ja kein Geld gegen verdienen. Vor allem, wenn ich nicht arbeite. Wie gesagt, Ruby hat für fast 3000 Euro jetzt nochmal das Fahrwerk optimiert bekommen. Ihr seht auch hier ganz neuer Querlenker mit Dämpfer und so eine Geschichten. Ne? Das ist auch alles hier neu, hier oben die Strebe. Ne? Das ist halt so, ne? Bei so einem hochgelegten Auto und so mit den Fahrwerkskomponenten, da kannst du keinen billigen Schrott verbauen. Das kostet halt alles richtig Geld. Und weil wir unsere Autos pflegen und da Hand dran halten, machen wir natürlich sowas neu, bevor es kaputt ist. Ne? Das war so ein ganz bisschen ausgeschlagen. Man hätte gereicht, wenn man nur die Buchsen getauscht hätte, aber wir haben gesagt, nee, wir benutzen das Auto, einmal volle Batterie neu machen bitte. Warum erzähle ich euch das alles? Nee, das verrate ich euch ein andermal. Oh. Und? Alles wieder gut? Ja. Machen wir wieder glücklich? Ja, läuft wieder wie eine Eins, ne? Kein Death-Wobbling mehr. Ja, das habe ich gerade gesagt, der Unterschied ist echt krass, ne? Wie man das ja nicht mehr gemerkt, also wie man damit gelebt hat, ne? Also der fährt echt wie neu gerade, ne? Ja, ja. Das sieht echt krass an. Das ist überhaupt keine Vibration mehr, ne? Vibration mehr im Lenkrad, wenn ja. Wenn du Unebenheiten hast, hat er vorher immer so gut gemacht und das ist jetzt komplett weg, ne? Also, schön. Ja. Ja, finde ich auch. Schön. Joa. Gleich da. Wo sind wir gleich? Weiß ich nicht. Du hast mir irgendwie eine Adresse gesagt. Da soll ich hinfahren. Pick the next right. Wir sind in Bottrop. Wir haben noch 700 Meter bis zum Ziel. Wir fahren jetzt im Moviepark. Wir waren schon lange nicht mehr im Moviepark. Dieses Jahr in Heidepark. Guck mal, hier stehen auch LKWs und Nutzfahrzeuge rum. Wow. Die Straße ist scheiße, gut, dass wir Ruby haben, ne? Ich sag mal, war ja auch im Heidepark, haben wir auch schon wieder verfolgt. Wir sahen dieses Jahr auch nicht im Heidepark, letztes Jahr auch nicht im Heidepark, haben wir nicht geschafft, nein. Genau, wir haben nämlich schon wieder 20. Autowaschanlage Diesel, kann nur Diesel waschen. Kann nur Diesel waschen? Schütte. So. Arrive at your destination. Zumindest weit hin, die, genau. Der hier geht, aber der andere sieht schlecht. Voller Mercedes, Vierachser, keine Lenkachse hinten, aber dafür wahrscheinlich Beidachsen angetrieben. Das wäre so ein Auto, der könnte dann halt den großen Hacker dahinter haben, kann sich aber eben, weil kein Kran, nicht selbst beladen. Muss dann also immer. Aber der hat dann wenigstens anständig Nutzlast. Ne? Die drei Achsen mit Lenkerachse und kleinem Kran haben ja höchstens noch irgendwie 8 Tonnen Nutzlast. Das ist natürlich nichts mehr. Ne? Da brauchst du nicht drüber nachdenken, voll zu häckseln. Interessant, der Containerabroller. Also ich suche einen. Haken mit Kran. Genau, ich suche einen Containerabroller. Ja. Der ist cool, weil der hat einen Kran schon drauf. Sonst muss man ja einen Kran. Nehmen.